Herzlich willkommen zurück zu unserem Kanal. Mama hat noch ein paar Deko-Ideen und die zeigt sie euch jetzt. Ja, hallo. Ich habe mal noch ein Herz gebogen. Das will ich mit Efeu ringsrum machen. Man kann das dann nachher zum Geburtstag verschenken. In den Topf rein, kriegt dann nachher einen mit Schwamm, kriegt dann nachher Wurzeln. Dauert zwar seine Zeit. Man kann es jetzt zu Ostern noch nehmen. Und kann ein paar Eier dran machen. Ich mache ein paar Blumen dran, also neutral wollte ich es jetzt haben. Man kann es auch zum Geburtstag nachher verschenken. So, dann fange ich mal an. Das Herz habe ich schon erstmal aus Draht gebogen. Das musste ich schon vorher machen, weil das ein bisschen, man muss ein bisschen derben Draht nehmen und das braucht seine Zeit. Jetzt werde ich es mit Efeu umbinden. So. Ich muss erst mal so ein bisschen pro forma mir herlegen, damit ich weiß, wie viel ich brauche. So, na, da fangen wir mal an. Hier unten schon als den Topf zum Reinstecken. Das kann dann nachher Efeu kriegt ganz schnell Wurzeln eigentlich. So. So. Ich habe extra Grünbindedraht genommen, damit man das nicht ganz so sieht. Ja, da hat schon ein paar Wurzeln hier, die verwenden wir gleich mal noch mit. Ein bisschen abschneiden. So, oh, das ist schön, da reicht auch unten in die Erde wieder bis rein. Das kannst du dann nachher stehen bleiben und sich anwurzeln. Wenn man es nachher nicht mehr braucht, kann man es im Frühjahr irgendwo im Garten setzen. Weil Efeu ist winterhart. Das kannst du jederzeit draußen bleiben dann. So, mal schauen. Ja, ich glaube, das reicht zuerst mal. Dann tun wir das in den Topf rein. Hier will ich mir noch ein bisschen festmachen. Ja.
So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das Herz richtig erkennen können. Ach, oh ja. Das können wir ja danach noch ein bisschen formen, wenn wir das drin haben. Oder ich mache jetzt erstmal das weg und dann machen wir erstmal ein paar Blumen noch rein. Immer den Topf tun. So, Moment. So, das können wir nachher noch korrigieren. Ich tue es jetzt erstmal so drauf, damit man es sieht. Das ausreichend ist. Ich muss schon mal vor, als wenn unser Efeu schon anfängt zu blühen. Denn wenn der blüht, hat er ja kleine weiße Blüten. Das kann man ja dann nachher immer wieder alles abmachen. Ich tue das dann nachher noch ein bisschen mit Deko-Kleber festmachen an dem Draht. Hier oben. So, die machen wir hier fest. Hier und eine hier. Oder die weiße in der Mitte. So, so sehr überladen tun wir das nicht, weil man kann es nach Herzenslust nachher noch verehren, wie man es gerne möchte. Jetzt kommt meine Klebepistole wieder. Das jetzt hier an dem Draht fest, dass man es dann auch immer später wieder mal abmachen kann. So, die hat man so festgesteckt, die auch. Dann schauen wir mal, wie es aussieht, wenn wir in den Topf reintun, ob wir da noch was korrigieren müssen. Hier habe ich den Schwamm, der ist feucht gemacht mit Wasser und dann stecken wir das hier rein. Und ich tue die Wurzel, die wir haben, schon mal alle andrücken.
weil das verwurzelt sich ja danach selber. So, damit man den Schwamm nicht so sehen wird, dann lege ich bloß die kleinen Grün. Ne, machen wir nicht. Ich stecke euch Efeu rein. Das kann anwurzeln sogar. Zweig. So, dann sieht man das hier vorne nicht. Ja, hinten müssen wir ja auch noch ein bisschen was hin tun. So, noch eine schöne Pfanne. Jetzt könnte man die Schleife wegnehmen, wenn man es zum Geburtstag verschenken will, so einen kleinen Kranz mit Happy Birthday hier reintun, also so eine Ranke. Wenn man es zu Ostern noch haben will, hängt man ein paar Ostereier dran, ansonsten kann man so als Frühlingsdeko erstmal so stehen lassen. Immer schön gießen, also schön feucht halten, dann tun die Ranken Wurzeln schlagen und dann hat man mal was noch in den Garten zu setzen. Ich hoffe, euch gefällt die kleine Idee und wünsche eine schöne Zeit zum Basteln. So, das war's von unserer Seite oder von Mama mit den Bastelideen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!